Meine Damen und Herren, ich heiße auf Instagram LaserLuca. Danke übrigens an 1,9 Millionen Abonnenten. Wenn ihr noch keiner von diesen 1,9 Millionen seid, dann folgt mir mal lieber schnell. Just do it! Genauso wie circa jeder andere Instagram-User lade auch ich auf Instagram Bilder hoch. Und genauso wie unter vielen anderen Instagram-Bildern werden auch unter meine Instagram-Bilder Kommentare geschrieben. Nur manchmal halt richtig bescheuerte Kommentare. Das heutige Video hat den Sinn, dass ich euch diese bescheuerten Kommentare mal vorlese und darauf reagiere. Let's get it started. Let's get it started. Schickt uns eure perversen Beichten. Wir posten alles anonym, einfach mit Alter und Geschlecht per DM. Lieber User mit dem Namen Das Jüngste Gericht, ich möchte dir an dieser Stelle wirklich selbst auch mal etwas beichten und zwar... verpiss dich bitte von meinem Instagram-Profil. Luca, ich mag dich nicht. Ich dich auch nicht. Also ich bekomme Gabeln und Steine und naja, ist ja auch egal, du schuldest mir was. Was? Also ich bin ganz ehrlich, Freunde, ich bekomme sehr, sehr viele Kommentare unter Bildern. Letztens waren 20.000 Kommentare unter einem Bild. Allerdings hat es wirklich nicht lange gedauert, solche bescheuerten Kommentare rauszusuchen. Also, da steht echt eine Menge. Und warum schreibt ihr sowas? Also, was? Hä? Wenn du jetzt NH-Uhr hast, Punkt, Punkt, können wir uns freuen. Vielleicht kommen die Videos ja mal pünktlich. Fickt euch. Bei mir ist es einfach wirklich so, immer wenn ich euch sage, irgendwie auf Instagram in den Stories oder auf Snapchat in den Stories oder irgendwie auf Twitter, hey, mein heutiges Video kommt um 16.15 Uhr, dann könnt ihr euch eigentlich einen Wecker auf 17 Uhr stellen. Irgendwie gehen meine Uhren einfach immer falsch. Ich habe dich einmal gemocht. Warum gemocht? Weil er früher anders war als heute. Ich verstehe diesen Grund einfach nie. Ich bin ganz ehrlich, Freunde, meiner Ansicht nach verändert sich jeder Mensch täglich. Also ich bin nicht mehr der gleiche Mensch, der ich gestern war und ich bin auch nicht mehr der gleiche Mensch, der gerade gesagt hat, dass ich nicht mehr der gleiche Mensch bin, der ich gestern war. Versteht ihr, was ich meine? Wir leben in einem Raum, Zeitkontinuum. Alles verändert sich, paar Sachen bleiben gleich, wie beispielsweise, wenn die Taschentücherpackung hier liegt. Die liegt jetzt immer noch. Allerdings, wenn ich jetzt hier sitze und dann im nächsten Moment einfach mich hier so mache, dann war das eine ziemlich dumme Aktion, aber ich bin zumindest nicht mehr hier. Ich hoffe, ihr versteht, was ich euch mit meiner dummen Physikstunde gerade irgendwie beibringen möchte, aber jeder Mensch verändert sich und wenn sie irgendwie meinen Content gemocht hat von vor, keine Ahnung, 2 Jahren oder so, da habe ich vielleicht noch mehr Gaming hochgeladen und das fand sie dann besser. Jetzt lade ich ja mehr, wenn es Gaming ist, dann sowas wie das, was gestern kam, so eine Wer wird Millionär-Challenge oder irgendwie sowas. Das macht mir einfach mehr Spaß und Real Talk jetzt mal ganz kurz, ich hatte zwischenzeitlich echt das Problem, dass mir YouTube einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, weil ich mich meiner Community bzw. meinen Zuschauern anpassen musste, was sie sehen wollten und nicht mich entfalten konnte. Wie ein Schmetterling aus einer Raupe. Um es zusammenzufassen, Freunde, jeder Mensch verändert sich und ich werde mich auch weiterhin verändern. Also es kann sein, dass ich in einem Jahr ganz andere Videos hochladen werde, ganz andere Instagram-Bilder und ich hoffe, ihr akzeptiert das einfach, weil ich akzeptiere es auch, wenn ihr euch verändert. Also sind wir alle eine schöne, große Familie. Einfach der Maul. Ein Luca, der nachdenkt. Lol, die sehr Pena. Geh nach Hause, du Pena, und heul die auch aus bei deiner Mutter. Alter, Hashtag Luca das Opfer. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem... Wie soll ich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen? Ich sitze auf dem Stuhl. Ich wage jetzt mal zu vermuten, dass dieser Kommentar vom User extra so bescheuert geschrieben wurde. Falls nicht, bist du einfach nur richtig dumm. Warum macht man ein Foto, wenn man schläft? Punkt, Punkt, Punkt. Und wie? Punkt. Du blöder Faker. D-Abo. Gegenfrage. Warum macht man kein Foto, wenn man schläft? Du scheiß Faker. D-Abo. Das ist garantiert nicht Paris, weil da der Big Ben steht. Dieser Kommentar wurde unter ein Foto geschrieben, wo ich neben dem Big Ben in London stand und in die Caption geschrieben habe, dass ich in Paris bin. Also hey, scheiße, Alter. Ihr habt mich erwischt. Ich bin so schlecht in Erdkunde. Du bist ein Obdachloser. Nein, hier ist ein Dach. Luca, deb doch nicht so dumm. Ich weiß nicht, wie man deben kann wie eine Kirche in Köln, aber hey... Anscheinend kann ich's. Ich mag Muffins, ist das normal? Nee. Da würde ich echt mal zum Arzt gehen. Du siehst von oben aus voll behindert aus, aber sonst mag ich dich. Danke für deinen geistreichen Kommentar. So sehe ich von oben aus, also hä? Jetzt bin ich anscheinend behindert laut ihm. Ich finde es auch allgemein einfach scheiße, wenn man behindert als Beleidigung benutzt. Also ich mache das selber einfach wirklich, zugegeben, auch einfach aus dem Effekt raus so. Aber ich versuche es mir auch abzugewöhnen. Also Freunde,
Nutzt nicht behindert oder auch schwul oder irgendwie so als Beleidigung, danke. Du bist ein Hasenficker, zerstört! Ja, scheiße, Freunde, war schön mit euch, da ist meine Karriere jetzt wohl vorbei. Der nächste Kommentar wurde unter ein Foto geschrieben, wo ich vor einem Porsche Carrera GTS saß, den mir Porsche zur Verfügung gestellt hat. Und zwar wurde darunter geschrieben, und keiner darf fahren, hahaha, ich bin 12, aber Kopf hoch. Also, ich weiß nicht, wo du wohnst, aber mit 12 darf man noch kein Auto fahren. Hier ist die ganze Zeit so ein beschissenes Scheißhaar. Nein, doch. Oh. Lukas Hobby ist Doggy. Stimmt. Stimmt. Deswegen habe ich mich auch zweimal über Katjas Song so lustig gemacht. Schon traurig, dass man sich selber markieren muss, weil man davon ausgeht, dass die Leute dich nicht erkennen. Die Userin heißt Lucrew ist Beste. Also, ich denke mal, du magst mich. Ich markiere mich nicht unter Bildern selbst, weil ich denke, dass Leute mich nicht erkennen, sondern weil ich denke, dass... Warum markiere ich mich selbst unter meinen Bildern? Bin ich denn... Du wirst doch zu Bibi mit deiner ganzen Werbung! Da muss ich euch tatsächlich recht geben, Freunde. Ich habe in den letzten Beiträgen auf Instagram, irgendwie in den letzten 6 Stück oder irgendwie so, habe ich Werbung gemacht für verschiedene Dinge. Allerdings bin ich jetzt wirklich kein YouTuber und da könnt ihr mir wirklich glauben, der jetzt wirklich jeden Scheiß annimmt. Ich kann Ilja direkt jetzt anrufen. Nee, kann ich nicht, der hat gerade Mittagspause. Wir lehnen einfach unfassbar viele Anfragen ab, die andere YouTuber eventuell tatsächlich angenommen hätten. Ich meine, um jetzt nur mal ein paar Sachen zu nennen unter meinen letzten gesponserten Beiträgen. Mit der AOK zusammen habe ich einen Podcast gedreht mit It's Coleslaw, wo es um meine Panikattacken geht. Eine andere Kampagne, die ich letztens auch am Start hatte, war bezüglich Berufsausbildung mit dem What's Me-Bot, wo Leute schauen konnten, okay, was ist eigentlich so meine Berufsrichtung eventuell? Das sind meiner Meinung nach wirklich einfach wichtige Sachen und natürlich mache ich dann dafür auch gern Werbung. Also, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber Freunde, an der Stelle, wenn euch Werbung gefällt, folgt mir einfach auf Instagram. Hey, LaserLuca, woo. Typisch Luca, Fußball, echt jetzt? Sorry, hasse aber Fußball, das ist doch gar nicht spannend. Also finde ich, es ist immer der Ball da und kann der Ball da, okay, ich nerve. Und ja, kannst du mal wieder ein cooles Viedo pausen in YouTube? Schenk mir auch mal ein Off-White-Hoodie, Amenaziki. Nein. Einfach nee. Aber ich habe eine ganz gute Alternative. Ich werde die Tage nochmal einen Instagram-Livestream machen, wo ich euch nochmal alles genau erkläre, was beim Launch diesmal alles schiefgelaufen ist. Wir hatten stündlich so 700.000 Aufrufe auf die Website. Also, das war schon sehr krass. Wir haben unsere Server von 4 auf 12 erhöht. Wir haben extra den Hoster gewechselt. Und bei den 7 Launches der anderen Holy Mesh Shops, also auch von krassen anderen YouTubern, von Dena und keine Ahnung was, wem vor mir, ist alles glattgelaufen. Bei mir direkt schon vorm Launch alles abgestürzt. Es tut mir leid, Freunde. Irgendwann werden wir es vernünftig hinkriegen. Ich mache die Tage in Instagram-Livestream. Der wird dann auch 24 Stunden online bleiben auf meinem Profil. LaserLuca, folgt mir doch einfach. Habe ich doch gar nicht erwähnt, zum Glück. Da werde ich euch sagen, woran es dann nochmal genau lag. Aber jetzt könnt ihr auf jeden Fall wieder vernünftig Sachen bestellen. Und die kommen auch noch alle vor Weihnachten an. Was für ein Kellertyp? Warum bin ich ein Kellertyp? Was ist ein Kellertyp? Ja, wer bist du? Ich glaube, das ist der Grund, warum ich mich selbst auf Bildern markiere. Nacktfotos sind strafbar. Deswegen lade ich keine Nacktfotos hoch. Hä? Du bist voll geil, bin neu. Ja, ist doch chillig. Wir ergänzen uns perfekt. Ich bin geil und du bist neu. Yay. Lass uns zusammen Kinder machen. Das laber ich. Ha, du bist auf einem Papier. Ha, 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 ha. Was? Getrocknete Bononnen. Was sind getrocknete Bononnen? Der Conny hat's drauf, Punkt, Punkt, Punkt. Mit Videos, Punkt, Punkt. Mit Ausrasten, Punkt, Punkt, Punkt. Mit Bekleiden, Punkt, Punkt, Punkt. Und er lässt das Cash flowen. Danke. Arschgeschicht. Also Real Talk, eure Beleidigungen werden echt immer kreativer. Du guckst wie eine Klassenkameradin von mir, wenn ich was sage und sie mich ansieht. Ich guck wie eine Klassenkameradin von dir? Hä? Ich bin männlich, glaube ich. Hey, kann ich bitte deine Handynummer? Komm schon, bitte. Ich weiß, dass Katja unter allen Leuten, die sich ihren Song kaufen, ihre Handynummer verlost.
Also, da könnt ihr eine Handynummer abstauben, aber meine kriegt ihr nicht. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich meine Handynummer nur an meine Freunde rausgebe. Also, Mama und Papa tatsächlich nur. Hätte ich das Foto gemacht, hätte ich dir auf den Kopf gespuckt. Wow, meine Damen und Herren, das ist ja klasse. Da haben wir hier wirklich als letzten Kommentar wieder ein richtig lyrisches Meisterwerk rausgehauen. Wenn sie das Foto gemacht hätte, hätte sie mir auf den Kopf gespuckt. Cool. Freut mich mega an der Stelle. Du solltest auf jeden Fall mein neuer Fotograf werden. Das war's jetzt hier vom Video, meine Damen und Herren. Ich wollte einfach mal wieder auf ein paar Instagram-Kommentare von euch reagieren. Ich rede gerade so schnell, als würde ich Double Time rappen. Wollt ihr von mir mal einen Rap-Song sehen? Lasst einfach kein Like da. Werde ich eh nicht machen. Wieso ist das rot? Wenn ihr in die nächste Folge Luca reagiert auf dumme Instagram-Kommentare kommen wollt, dann lasst mal ein Abo da auf meinem Instagram-Profil. Ich habe mir halt gedacht, ich habe es noch gar nicht im heutigen Video erwähnt, deswegen könntet ihr mir da... Das war's jetzt hier vom Video, das war's jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier zwei andere Videos und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken, dann bekommt ihr Benachrichtigungen.